Machen wir also ein paar Übungsaufgaben zum Thema der römischen Zahlen. Ich schreibe erst nochmal die wichtigsten hin, damit die im Kopf sind. Also die 1 entspricht ja dem Buchstaben I, die 5 dem V, die 10 dem X, die 50 dem L, die 100 dem C, die 500 dem D und die 1000 dem M. So, wollen wir jetzt nun also die Zahl 6 einmal schreiben. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür den Buchstaben, also wie können wir es zusammensetzen? Wir können es zusammensetzen als 5 plus 1. Daraus besteht die 6. Also holen wir den Buchstaben V und damit es zusammengerechnet wird, muss das I rechts neben das V. Probieren wir gleich mal die 4. Die 4 ist am nächsten an der 5. Also nehmen wir auf jeden Fall die 5 als V. Diesmal ist es aber 5 minus 1, ergibt ja 4. Also muss das I links neben das V. Bei der Zahl 7 ist es auch näher an der 5 als an der 10. Und wir können es schreiben als 5 plus 1 plus 1. Also V und rechts nebendran zweimal die 1. Die zwei kleineren Zahlen stehen rechts neben der 5, also werden sie zu der 5 dazu addiert. Die 3 könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, ich nehme auch wieder die 5 und ziehe einfach zweimal ein I ab. Dann bin ich ja auch bei der 3. Allerdings ist es so, dass die Zeichen bis zu dreimal nebeneinander stehen dürfen. Also würde man in diesem Fall dreimal das I nehmen, statt drei von den anderen Zeichen. Also hier wäre das die falsche Variante und dafür dreimal das I. Wenn wir die 9 betrachten, dann ist die jetzt näher an der 10 als an der 5. Deswegen haben wir 10 minus 1 ergibt ja 9, also ziehen wir von der 10 1 ab, indem wir es links nebendran schreiben. Die 11 ist dann genau umgekehrt. Wir sind zwar auch nah an der 10, aber wir rechnen zu der 10 noch 1 dazu, also steht das I rechts nebendran. Die 15 machen wir jetzt mal. Die 15 setzt sich zusammen aus 10 und der 5. Also wir rechnen zu der 10 5 hinzu. Die 16 wäre dann 10 plus 5 plus 1. Also zu der 15 wird noch 1 dazu addiert. Also man schaut immer, aus welchen Buchstaben kann ich meine Zahl zusammensetzen und an welcher Zahl ist meine Zahl, oder an welchen Buchstaben ist meine Zahl am nächsten dran. Die 48 zum Beispiel ist nahe an der 50. Ich muss von der 50 nur 2 abziehen. Also ziehe ich doch einfach von der 50 2 ab. Also L ist meine 50, minus 1, minus 1, sind 48. Die 19 beispielsweise wird wieder ein bisschen komplizierter. Hier zählt man zu den 10 9 hinzu. Also man schreibt die 10, es gibt ja keine 20. Und deswegen baut sich das so zusammen, dass man sagt, okay, ich mache 10 plus 9. 10 ist das und die 9 ergibt sich ja, indem ich von einer 10 1 abziehe. Ja, ich denke, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie man mit den römischen Zahlen rechnet. Es ist Übungssache auf jeden Fall. Man braucht diese Buchstaben und muss sie einfach zusammensetzen oder voneinander abziehen.
um dann auf die entsprechende Zahl zu kommen. Falls ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Ich antworte in jedem Fall innerhalb eines Tages. Und ja, wir hören voneinander.